Ja, dann wollen wir mal gucken, was die da oben zu sagen haben. Beziehungsweise, wir können erst noch mal mit denen hier reden. Der Sinn, den wir in der Ruine sahen, war sehr ruhig. Warum nur? Ja, keine Ahnung. Der hat irgendwie auf sein Schicksal gewartet, gefühlt. Oder auf den Endkampf, keine Ahnung. Und dann war es das nicht so. Mit diesem Schiff könnten wir es Yevon heimzahlen. Ja, stimmt, das hat gut Feuerkraft, meine ich. I'm no good. At all. What are you talking about? All this time I've been thinking about how to defeat Sin. But I... Beyond the teachings of Yevon, I know nothing. I'm sorry. Yuna, no apologies. But... Apology is running. Yuna never run away. Thank you, Kamari. So, Kamari, you got any good ideas? Yevon's teachings. The teachings won't help us fight Sin. No answer in the teachings. Answers lie outside. Must know both sides to find answer. Both sides. Micah knows much. Find him, make him talk. That's it! Kamari, you rock! Mit Micah reden, aber wozu? Ich meine, der wird ja wohl keine Antwort darauf haben, oder? Können wir da hoch? Ja, cool. Können wir an Deck sogar? Ich bin mal gespannt. Oder kommen wir hier nicht raus? Doch, können wir auch. Nice. Ja, bei der Geschwindigkeit hier easy auf Deck stehen, gar kein Problem für uns. Ach, die Musik schon wieder. Ist so toll. Ich weiß nicht, dafür, dass wir keinen Plan haben, wo wir hinfliegen sollen, fliegen wir doch sehr schnell. Das habe ich mir vorhin schon mal gedacht, also in der letzten Folge. Aber hier scheint sonst nichts zu sein, wa? Aber trotzdem cool, dass man hier so easy peasy ganz an der Kante stehen kann. So, dann wollen wir mal wieder rein. Gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sid Bescheid geben können. Maybe. Mal wieder runterfahren. Das dauert alles hier ganz schön lange, muss ich sagen. Dieser ganze Mechanismus. So, hallo, hallo, tschüss. Muss hier einmal vorbei. Einmal komplett hier einmal rum. Verstehe ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie das aufgebaut ist, das ganze Luftschiff. Weil wir drehen hier die ganze Zeit so Kreise nach rechts hin. Aber naja, wird schon passen. Also es ist ja, läuft ja sehr viel Kurven. Eigentlich könnte es gar nicht so viele Kurven haben, oder? Hey guys, I just had a great idea. It was my idea. Let me tell them. It's like this, yeah? I just thought the hymn's the key. The hymn? Sir Jack likes the hymn of the faith, correct? Yeah. That's why he was listening to it in Makalania. Sin, violence incarnate, listening peacefully. I know it's your old man, and I don't mean no disrespect, but... No, it's fine. I've gotten used to it. Let me say it. If we attack Sin head-on, we've little chance of winning. However, if he hears the hymn of the faith, he will become docile. Yeah, and that's when we make our move. Might be against the rules and all, but who's keeping track, yeah? Yeah? Yeah, it could really work. Yeah, yeah. It's worth a try. Dann, so viel dazu, dass wir doch nicht mit Micah reden werden. Timaris und Yunas Idee wird einfach jetzt über Bord geworfen. Wir wollen die lieber ein bisschen hier ein Gute-Nacht-Lied singen.
Z ansprechen, um die Navigationskarte zu öffnen. Wenn man den Zielort auswählt, wird man im Nu dorthin befördert. Hallo. Well, that sounds like a plan to me. Our baby here'll take us anywhere we want. Oh ja, das ist die Weltkarte. Jetzt mal ein bisschen hochauflösender als immer auf dieser kleinen Weltkarte, die wir mal hatten. Also ganz im Süden, da sehen wir zwei kleine Inseln. Die obere müsste Besaid sein, dann die größere müsste dann Kelleka sein und dann sind wir auf dem Festland. Das ist dann Nierenstraße, Fungus-Pass und so weiter. Da oben sieht man auch die stille Ebene recht deutlich. Und da ganz oben, wo Zennerkent ist, da sind wir jetzt gerade auch abgebildet. So, ja genau, Ruin von Zennerkent, das sind wir jetzt. Liste. Ah, guck mal, da können wir es nämlich auch genau sehen. Auch wenn das jetzt natürlich, ja genau, die Kamera muss erstmal drehen. Da ist Besaid, da ist Kelleka, Luca, Mierenstraße, Diosestraße, Aluminium, Guado Salam. Ja, da ist er über diesen Fluss gegangen da, der da ist. Die Donnersteppe, das ist ein bisschen dunklerer Bereich. Makelania, das ist der Wald da. Auch wenn der irgendwie so ein bisschen da so grün aussieht, aber wirkt das irgendwie so blau, wenn man da drin ist. Aber vielleicht lag das auch in der Nacht. Die Insel Bikanel, genau, da wurden wir dann hingespült. Die geweihte Brücke, das ist dann Bevel, die stille Ebene, Bergkakeset und Ruin von Zennerkent. Okay, und eingeben können wir hier auch was. In Gunspear befinden sich 1000 Jahre alte Ruinen. Enträtseln Sie das Geheimnisse der Altbett und finden Sie die Passwörter. Ja, uns fehlt eigentlich nur noch das Z, komischerweise. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo verpasst habe. Achso, jetzt sollen wir ein Passwort eingeben. Ja, ich kenne aber leider keins. Jetzt müsste ich in... hallo? Bestätigen. Ja, falsches Passwort, habe ich mir gedacht. Suchen. Ach, wir können auch einfach so. Huch, das Schlachtfeld am Fungusfelsen wurde entdeckt. Die Liste der Zielroute wurde erweitert. Ja, geil. Ich habe hier was gefunden. Kann man denn auch diesen Wasserfall hier vorne im Besaid finden? Der Regenbogenwasserfall von Besaid wurde entdeckt. Ja, nice. Wo hatte ich denn noch was? Hier hinten, glaube ich. Hier war eigentlich mal was. Der Yevon-Tempel von Barsch wurde entdeckt. Die Liste der Zielroute wurde erweitert, ja. So, jetzt fällt mir jetzt ehrlich gesagt Funguspass vielleicht nochmal. Wo war der Funguspass? Irgendwo hier vorne, ne? Da müsste der irgendwo sein. Oder hier an der Seite. Ja, hier. Ne, irgendwie kann man da... Da ist wohl anscheinend nichts. Könnte noch was sein. Der Gagaset? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann ich mich zumindest nicht mehr dran erinnern. Über der zu erforschenden Stelle drücken. Steht denn das da jetzt immer? Weiß ich nicht. Stille Ebene wird nichts haben. Also mir fällt jetzt spontan sonst nichts mehr ein. Ich konnte mich an den Wasserfall halt da erinnern. Da waren wir ganz am Anfang. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier noch sonst entdeckt habe. Achso, bei der Mierenstraße, dieser komische Bogen. Ich glaube, den habe ich aber auch gefunden, ne? Das war der, den ich hier vorhin irgendwo mal angeklickt habe beim... Da, wo Yuna die Nachricht aufgenommen hatte. Und dass hier noch was ist, das weiß ich noch aus meiner Jugend. Dass hier noch der Tempel ist. Das müssten die Ruinen sein, wo man ganz, ganz am Anfang ist, wo Riku einfindet. Da ist man irgendwo hier auf dieser Inselkette. Aber da werden wir da hinfliegen. Können wir eigentlich jetzt auch sofort mal machen. Obwohl, ich weiß nicht, wie stark die Sachen alle so sind. Ich habe ein bisschen Schiss davor. Jetzt speichere ich nochmal. So, dann Sid. Dann Liste. So, jetzt haben wir... neue Sachen. Wir können ja auch erstmal hier gucken. Fungus Schlachtfeld, tatsächlich. Aber dann ist das nicht in der Mierenstraße. Ich geh da mal hin. Die geweihte Brücke. Ich glaube, da müssen wir dann hin, wa? Okay. Oh, wir sind wirklich am Strand des Schlachtfelds. Aha. Okay, das meine ich aber nicht. Phantomwappen. Okay, das wird wahrscheinlich wieder irgendwas Wichtiges sein für die diese krassen Waffen von den Leuten. Davon brauchen wir ja mehrere Sachen. Okay, dann können wir hier wieder weg. Das gibt es jetzt häufiger, meine ich. Also wie gesagt, in der Mierenstraße, da hat man es damals auch schon gesehen. Da gibt es einen Speicherpunkt. Den habe ich auch damals schon mal angesprochen, dass man da irgendwann nochmal hin kann. Du bitte nochmal. Suchen. So, jetzt nochmal Mierenstraße. Warte mal, wir können ja vielleicht mal ganz kurz... Oh, Ruin von Mieren entdeckt. Okay, ich habe das irgendwie noch entdeckt anscheinend. Ruin von Mieren. Ja, perfekt. Das ist genau das, was ich wollte.
Ja, genau. Wir sind jetzt da hinten, nämlich. Ja. Der kleine Junge winkt uns schon zu. Richtig cool. So, jetzt haben wir das hier. Pfadfinder, okay. Pfadfinder. Richtige Items wieder. Ich weiß gerade gar nicht, ob das auch eins davon ist. Blumenkrone. Jupitermarke. Nee. Pfadfinder. Was ist ein Pfadfinder jetzt? Ist das hier so ein Item? Nee, auch nicht. Okay, damit kann ich leider jetzt gar nichts anfangen. Mit Pfadfinder. Mist. Also, oder habe ich es jetzt übersehen bei den... Sorry. Oder ist es ein Dingens, Ausrüstungsding? Nee, manuell. Ich möchte... Wohl von mir aus. Da können wir einfach so rein. Wir hier vielleicht ein Ausrüstungsding bekommen, was... Ja, stimmt. Phantomwappen ist auch eine Waffe. Oder sind das hier jetzt diese Special-Waffen? Waffen? Phantomwappen. Kälte-Sog, Hitze-Sog, Nässe-Sog. Krass. Okay. Pfadfinder ist das Riku, Erstschlag und Giftattacke. Hört sich ganz geil an, muss ich sagen. Riku. Und legen wir das einfach mal an. Und bei Lulu. Kessel ist in Hölle. Blindschlag, Schlafschlag, Durchschauen. Nee, gar nicht, das ist ein Wappen. Das ist gar nicht die Waffe. Kein Wunder, dann kann es ja auch gar nicht die Waffe sein. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir die schon haben. Fänger, nö, das ist das Käfigding. Damit müssen wir jetzt auch demnächst mal an Gange. So, nochmal wieder zurück zum Flugschiff. Das war es nämlich auch schon hier. Jetzt können wir das gleiche nochmal machen. Ja, direkt aufbrausende Musik, let's go. Liste, dann bis halt Wasserfall. Da können wir direkt mal hin. Das war ganz, ganz, ganz am Anfang. Da hat man da oben lang gelaufen und hat das hier unten so halb sehen können, glaube ich. Dragonerspeer, aber das könnte eine Waffe sein, einer dieser krassen. Nur noch nicht richtig fertig, also das war es noch nicht. Ich weiß, dass da ein bisschen hinter was hintersteckt und Quest, aber ich habe die nie gemacht. Zauberkonter und Ausweichkonter. Das ist interessant. Coole Sache. Ja, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal so eine krasse Waffe. Tides ist ein Level-Up? Wann denn das? Achso, das hat er schon die ganze Zeit. Ups, ich bin verpeilt. I'm sorry. So, wieder zurück zum Flugschiff. Und jetzt hätten wir noch das eine offen. Ich weiß jetzt nicht genau. Es gibt bestimmt noch ein paar Punkte mehr, die ich ansteuern kann. Oder die ich finden kann. Also wenn man jetzt mal durchgeht, müsste vielleicht auf Killika noch eins sein. Maybe. Aber ich finde hier nichts. Die Kanäle könnte natürlich nochmal was sein. Ja, cool. Sehr schön. Die Wüste von Zanubia wurde entdeckt. Schließlich haben wir da ziemlich viel in Luft gesprengt. Sehr gut, dann haben wir da auch was gefunden. Im McElania-Wald finde ich jetzt hier nichts. Ist aber auch ein bisschen schwer zu steuern, muss ich sagen. Obwohl, ich kann hier auch mit Steuerkreuz eigentlich ein bisschen langsamer vorgehen. Ein bisschen was absuchen, aber ich finde hier jetzt erstmal nichts. Keine Ahnung, ob es hier noch mehr gibt. Kann man auch an dieser äußeren Insel... Die Omega-Ruinen. Ah, da sind die. Die Omega-Ruinen wurden entdeckt. Die Zielliste der Zielorte wurde erweitert. Da war ich auch noch nie. Also beziehungsweise, das ist glaube ich ein Ort, da war ich in meiner Jugend mal kurz, war mir aber zu schwer und dann bin ich wieder gegangen. Also da gibt es irgendwie so ein starkes Monster, was ich aber auch noch nie besiegt habe. Und das gehört zu den von den starken Monstern auf jeden Fall noch zu den schwächsten. Das weiß ich auch noch. Aber sonst, hier vielleicht nochmal irgendwo auf einer Insel. Ich suche jetzt einfach alles hier einmal, ne. Falls wir was finden, ist cool. Vielleicht irgendwie auf dem offenen Meer noch. Ich glaube, wir haben ganz gut was gefunden. Also, Omega-Ruinen gehen wir jetzt noch nicht hin. Das werden wir noch... Da werden wir noch ein bisschen mit warten. Zanubia-Wüste will ich jetzt aber auch noch nicht hingehen. Geweihte Brücke auch nicht. Ich würde jetzt tatsächlich als erstes dahin gehen. Da müssten wir wieder am Anfang sein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu strong. Okay, dann lass uns hier mal... Moment. Huch. Was? Da komme ich her. Okay, ich kann da gerade auslaufen. Ich kann aber hier runter auch. Okay. Das wusste ich nicht mehr. Aber jetzt vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Ne? Bis die Stimmung, die Musik. Hier waren wir mal. Hier sind wir mal lang geschwommen. Da hinten gab es so ein...
Dingens. Ich frage mich gerade, sind das diese Punkte, die ich auch als Passwörter hätte eingeben können? Oder, also, wenn ja, dann kann ich die ja Gott sei Dank auch so suchen. Ich dachte das nämlich schon. So, das Ding damals, konnte man nicht lesen. Da sind irgendwelche Schriftzeichen. Am Ort, wo stets der Blitz einschlägt. Mit dem Rücken zu Macalonia suche den vierten Turm und schaue nach rechts. Okay, das ist irgendwas für die Donnersteppe. Aha, okay, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich weiß, da gab es diese Kaktur-Statuen und ich glaube, damit hat es auch nochmal auf sich. Ich glaube, ich muss da auch nochmal irgendwann 100 Blitzen hintereinander ausweichen. Ich weiß, dass ich nicht mal einen hinbekommen habe damals. Ich bin nie ausgewichen den Blitzen. Ich wurde von jeder getroffen. So, das nur dieses Ladeding, da waren wir schon. Ich glaube, mehr gibt es hier aber auch nicht, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, falls hier noch irgendwas ist, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, falls es einer von euch weiß, dass hier hinten noch irgendwas war. Aber ich meine nur dieser Text. Auf jeden Fall vierter Turm, Donnersteppe von Macalonia ausgehend. Und dann, ja, ist ja auch dann der vierte Turm, war da, wo wir damals drunter standen, glaube ich. Könnte wohl hinkommen. Und dann nach rechts gucken oder so. Mal gucken, ob ich mir das merken kann, bis wir dann da irgendwann mal hingehen. Das weiß ich nämlich noch nicht. Ich denke, ich werde auch nicht mehr allzu lange ohne irgendwelchen Guide-Kram vorankommen, weil dann habe ich irgendwann gar keine Ahnung mehr und es würde mir zu lange dauern, das alles von alleine herauszufinden. Hä, ich dachte, man kann hier weiter. Ach so, man kann hier reinspringen. Okay. Okay, jetzt sind wir nur mit Walker, Titus und Rico unterwegs. Und genau das macht mir auch ein bisschen Sorge. Something here. I almost got eaten by a fiend here. Payback time. I get the picture. Alright, let's go. Ja, Payback time. Genau das nämlich. Ich meine nämlich, der kommt jetzt hier auch nochmal. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie stark der halt ist oder war. Aber der wollte uns damals hier verspeisen. Das ist korrekt. Wo kommt denn er jetzt? Also muss ich irgendwo hin? Muss ich da hinten zu dem Grünen nochmal? Was ist denn das da unten auf dem Boden? Da komme ich nicht hin, okay. Ich gehe mal zu diesem grünen Symbol da hinten. Das scheint da der Eingang zu sein. Und da ist er. Alles klar. So, jetzt sind wir mit diesen drei Leuten hier. Ich habe keine Ahnung. 32.000 HP, ja, das geht ja noch. Ich würde sagen, das kriegen die drei wohl gebacken, oder? Wir haben ja auch so ein bisschen Heals. Boah, jetzt muss ich erstmal gucken. Am besten machen wir erstmal Haskar. Okay. Sollte wirklich machbar sein für uns. Rauben, einfach Stein, tot. Ende. Leider nicht. Perseus Schlag. Oh, das hört sich aber nach Stein. Ach du meine Güte. Okay, ich werde Game Over gehen, weil wir keinen Steinschutz drin haben. Oder wir können vielleicht noch Sturmstein. Nee, Steinschutz habe ich gar nicht dabei. Deswegen habe ich mir Goldnadeln gekauft. Für so eine Situation. Okay, ja, dann können wir einfach auch sterben. Können wir noch ein bisschen rauben. Keine Ahnung, wir behalten das eh nicht mehr. Retardschock. Wenn er die ganze Zeit mit so Perseus-Schlag um sich wirft, dann haben wir da leider keine Chance gegen. Wir müssen uns davor halt schützen. Scheint sein normaler Angriff vor allem zu sein. Perseus Schlag, ja, okay. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder bei dem Monster. Ich habe jetzt alle mit einem Steinschutz versehen. Also ich habe eben kurz Umbau gemacht. Habe unsere Goldnadeln dafür eingesetzt, dass die Rüstung jetzt ungefähr so aussieht. HP plus 10%. Hatten die, glaube ich, auch alle drauf und Steinschutz. Steinschutz jetzt steht jetzt nur... Manchmal schützt es davor. Ich hoffe, dass wir uns darauf verlassen können, dass es häufiger ist. Wir werden sehen. So. Ich meine, es muss klappen. Ansonsten brauchen wir einen Steinwall und dafür brauchen wir Perseus-Granaten. Und die habe ich halt noch gar nicht. Also es muss jetzt irgendwie so klappen. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich nochmal schauen, ob wir den Gemach zufügen können. Und generell Trisaster einfach mal drauf. Mal gucken, was so geht. Es sieht aus, als würde gar nichts gehen. Okay, nice. Elemente machen alles. Alle Elemente sind gut. Okay, interessant. Ja, dann hauen wir mal einen Hitzestein drauf. Nice.
Das ist ziemlich strong. What the fuck? Das ist ja fast so strong wie die Ulti von Lulu. Das ist ja insane irgendwie. Und was sagt Flair? 1500 nur. Ja, dann ist so ein Hitzestein auf jeden Fall geiler. Davon haben wir auch gut was geklaut, also können wir die auch mal einsetzen. So, anpeilen können wir gerne nochmal machen. Für Trefferchance erhöhen. Ich habe keine Ahnung, ob das gut was nützt. Aber die Zeit nehmen wir uns mal ganz kurz. Gemach. Mal schauen, ob das klappt. Nee, natürlich auch nicht. Also, das können wir alles gut vergessen. So, was haben wir denn hier? Gift vielleicht drauf? Klappt sowas? Ja, nice. Hätte er auch mit seinem Ball machen können, ne? Hört mir gerade auf. Aber lass uns nochmal was benutzen. Nochmal so einen Hitzestein drauf. Der hat gut Schaden gemacht. Also mehr, als ich erwartet hätte. Von daher machen wir das mal. Auf jeden Fall mehr als alle anderen Typen hier. Keine Ahnung, nochmal vor allem mehr als ihr normaler Schlag. Obwohl, sie sollte jetzt mal langsam unsere Leute heilen, sehe ich gerade. Vor allem sich selbst. Moment, ich bin bei Tidus. Angriff. So, hier bitte. Einmal Albert-Medizin. Einmal für alle. Das kann sie direkt nochmal machen. Walker ist wohl ganz gut dabei, aber Tidus und Riku konnten die HP auch gut gebrauchen. Aber der Damage ist schon so lala, ne? Muss man schon sagen. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Was ist denn das jetzt? Ist der... Okay, interessant. Wir sind in seinem Käfig. Geos Gyno kopiert die Statuswerte von Tidus oder so, stand da gerade. Der ist Hass und Gift. Okay, aber der hat nur noch 9000 HP. Das heißt, wir können ihn auch eigentlich recht schnell mal besiegen. Ich hoffe, nur Tidus überlebt das dann. Nochmal bitte. Obwohl, haben wir noch irgendwas anderes sehr viel. Nässestein haben wir auch sehr viel. Machen wir das mal. Macht ja auch so viel Schaden, also von daher. Einfach um mal ein bisschen was anderes zu sehen. So Extras zappeln. Ja, mach mal. Oh nice, guter Schaden. Und er ist weg. Oder nicht. Okay, er ist tot, aber ich bin auch tot. Habe ich jetzt trotzdem gewonnen? Ich glaube nicht, oder? Was ist jetzt? Nein, ich bin Game Over. Was ist das jetzt? Hey Leute, ich bin jetzt wieder mitten im Fight. Ich habe keine Ahnung, ob gleich nochmal wir alle sterben werden. Wir werden sehen. Jetzt können wir auf jeden Fall zappeln, rausgehen. Mal gucken, ob wir jetzt nochmal... Okay, der setzt dann immer diese heftige Attacke ein. Tidus wurde leider sofort beim allerersten Schlag versteinert und ist gestorben. Also schon mal richtig, richtig schlechte Voraussetzungen, würde ich mal behaupten. Aber interessant, dass er nur einen manchmal treffen kann und nicht alle drei gleichzeitig. Mal gucken, Todesschlag, sowas kann der auch, okay. Gut, dass er daneben ging. Ich weiß leider jetzt gerade überhaupt nicht, wie viel HP der noch hat. Weil Tidus derjenige war, glaube ich, mit Durchschauen. Mit dem Bruderherz. Aber Gift ist drauf. Mal gucken, ob wir das auch so hinkriegen. Todesschlag hört sich aber gar nicht gut an. Okay, das ist jetzt... Ist jetzt Zombie-Zustand, oder wie? Wir müssen jetzt eben kurz Weihwasser. Also wenn Todesschlag nur eben den Zombie-Zustand macht, dann ist es noch in Ordnung. Ich dachte erst so, Todesschlag gleich instant tot. Aber das geht ja dann noch. Mal gucken, ob wir es ohne Tidus hinbekommen. Wäre jetzt auch so halb so wild. Okay, nochmal reingesogen. Das ist immer schlecht, ne? Können wir Riku einfach drin lassen? Rein theoretisch macht er dann... Okay, das war's schon. Aber er setzt nochmal die heftige Attacke ein, oder? Okay, das kann ich nicht überleben. Was mache ich denn da? Erzengel oder wie? Weiß noch nicht, was der Trick dabei ist. Muss ich mir noch was überlegen. Müssen wir später, glaube ich, nochmal hin. Okay, ich bin jetzt wieder auf dem Flugschiff. Dann lass uns jetzt nochmal zum Schluss irgendwo anders noch hin. Liste. Ja, ich meine, wir haben eh noch sau viel so rein theoretisch offen, wo man nochmal hingehen könnte. Also, was heißt sau viel, ne? Stille Ebene eigentlich. Da hat man noch diesen Tempel offen. Glaube ich, da muss ich irgendwie nochmal was machen. Sanubia-Wüste
Ich gehe da mal hin, mal gucken, was es ist. Das weiß ich nämlich jetzt gerade so aus dem Kopf nicht. Ah, ist das nur hier einmal eine Schatztruhe? Dann geht's ja. Ascaron. Okay. Was ist Ascaron? Vielleicht ein Schwert für dich? Nee. Für dich kann es nicht sein. Für dich hört sich nicht so an. Für dich eigentlich auch nicht. Nee, für dich aber auch nicht. Bei ihm tatsächlich? Okay. Doppel-AP. Oh. Oh mein Gott. Das brauchen wir für jeden. Damit lässt sich's viel, viel besser leveln. Kriegen wir einfach doppelt so viel AP. Okay, kriegst du direkt an. Kann dir auf jeden Fall nicht schaden, sofort damit anzufangen. Okay, das hat sich schon mal gelohnt. Ja, wie gesagt, bei diesen Gynos oder wie auch immer, dieser Gynäkologe da, da müssen wir nochmal überlegen, ob wir da vielleicht dann irgendwie, wenn wir mit Yuna tot, nee. Ach, sie ist ja schon auf dem Wege. Hier, nee, hier ist Ultima. Wo ist denn Erzengel? Hier. Mit Lulu sind wir da fast. Moment. Dann haben wir das ja fast schon. 1, 2 Level. Okay, Lulu 2 Level machen, Erzengel bekommen. Nee, Erzengel bringt mir gar nichts. Oder? Warte mal, war Erzengel das? Es ist nicht Schutzengel. Erzengel ist einfach nur Wiederbeleben mit vollen HP, ne? Sanctus. Schutzengel, das hier brauchte ich. Aber dafür brauchen wir Level 3 Seropass. Und noch ein Level 4er. Oder sehe ich das falsch? Aber wir können auch von hier aus kommen. Entweder machen wir den hier auf, gehen hier rum, machen noch einen Level 3er. Oder wir müssen hier rumkommen und noch einen Level 3er einsetzen. Dann wäre das hier hinten bei Rico gewesen. Ja, wie gesagt, den Schutzengel werde ich wahrscheinlich dann mit einem von denen brauchen. Um das zu überleben, weil sonst sehe ich das nicht, ehrlich gesagt. Wie man das sonst überleben soll. Ja gut, aber Erzengel ist nicht dasselbe wie Schutzengel, also bringt uns erstmal nichts. Liste. Hatten wir denn jetzt noch irgendwas offen oder geht es jetzt sofort mit der Hauptstory weiter? Ja, Omega-Ruin, wie gesagt, da weiß ich halt, dass die zu schwer für mich sein werden. Da will ich mich jetzt nicht zu Tode kämpfen. Aber dann würde ich sagen, geweihte Brücke als nächstes, ne? Aber dann safe.